Hallo, herzlich willkommen zurück im Zarenpalast hier in Wizard 101 in Polaris. Schön, dass ihr dabei seid. Wir bekämpfen gerade hier die Leute in front of der Zarin. Die Zarin ist gerade ziemlich enttäuscht von Warren, vom Rasputin, der eigentlich auf die Zarin scheißt. Naja, und jetzt wollen die mich hier noch vermöbeln, aber haut nicht so hin. Denn wir machen diesen Kampf gerade ganz schnell fertig. Und diesmal habe ich auch was Produktives dazu beigetragen, was mich schon mal sehr freut. Wow, 9200 fast. 5000. So, jetzt gibt es noch einen fetten Rundenzauber. Hoho. Geil, oder? Seelöwen! Es wird Zeit für einen taktischen Rückzug. Jetzt bin ich aufgestiegen. Das war echt super easy. Wie bitte? Sogar meine Seelöwen lassen mich im Stich? Wie soll ich unter diesen Bedingungen denn nur regieren? Wachen! Wachen! Wachen? Die Zarenwache wurde von ihren Pflichten entbunden, eure Hoheit. Im Namen der Pinguine Pinguinonias nehme ich euch hiermit fest. Ihr werdet wegen Tyrannei, Maßlosigkeit, ungerechter Monopolisierung des Fischhandels und schlechten Geschmacks angeklagt. Wie plädiert ihr? Ich? Ich bin natürlich unschuldig. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Ich kann dich nicht mal hören. La, 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 la. Offensichtlich wird das etwas Zeit in Anspruch nehmen. Aber verliert nicht den Mut. Denn auch wenn die Mühlen der Justiz langsam mahlen, so mahlen sie doch gerecht. Und ja, alles klar. Tolle Rede, Danton. Zauberer, ich möchte dir und Ivan persönlich und im Namen Danton sowie aller Patrioten ganz herzlich danken. Ohne euch hätten wir das sicherlich nicht geschafft. Es gibt noch viel zu tun, aber ihr habt uns sehr geholfen. Ich weiß, dass ihr beide noch andere Verpflichtungen habt. Wenn wir euch mit diesen helfen können, dann gebt uns Bescheid. Bis dahin wünsche ich allzeit gute Reise und alles Glück der Welt. War doch nur Kleinigkeit. Jetzt kann Ivan endlich essen. Oh, und wir müssen noch Geschäft besprechen. Besuch mich im Gasthaus zur Mitternachtssonne. Ivan ist unsichtbar geworden. Ivan hat Unsichtbarkeitstrank getrunken. Krasser Ivan. So. Oh, ein leckeres Eis. Danke. Zarin. Oh. Selfie mit der Zarin. Komm, machen wir noch ein Selfie mit der Zarin. Moment, da muss ich erstmal mich so hinstellen. So. Nee, falsch. Alle mal lächeln. So. Knips. Okay. Das war das Selfie mit der fetten, gierigen Zarin. Und jetzt gucken wir mal, wie es hier weitergeht. Das war voll easy, oder? Das fand ich viel leichter als anderes, was ich hier schon mitgemacht habe bisher. Und das hätte ich wahrscheinlich auch alleine hinbekommen. Während du im Palast warst, haben die Patrioten die letzten Zarenwachen vertrieben. Sowohl die Stadt als auch die Pinguine sind endlich frei. Ja, toll, wie bescheuert. Jetzt werde ich hier rausgelassen. Warum ruckelt es denn jetzt plötzlich? Ja, mir ist es auch übrigens schon aufgefallen, dass manchmal, wenn dieser Ladebildschirm so wie jetzt kommt, dass man dann kurz, warum auch immer, mein Aufnahmeprogramm sieht. Ich verstehe das nicht. Aber es ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Gäbe zwar noch eine Möglichkeit, das vielleicht anders zu regeln, aber so wie es jetzt läuft, ist es auch eigentlich super. Ja, gut gemacht. Haben wir doch schon mal ein Teilziel erreicht, oder? Jetzt müssen wir mit Ivan sprechen, aber wir haben auch noch keine neuen Quests. Das ist ja ungewöhnlich, ne? Sprechen wir mit dem Ivan, der im Gasthaus sitzt und sich jetzt die Kante gibt.
Guck mal, wie sie hier tanzen. Wisst ihr, was ich da mache? Wisst ihr, was ich da mache? Yeah, baby! Ihr seid eine geile Truppe! Die Pinguine müssen auch so denken. Was ist das für einer? So, genug getanzt. Jetzt gehen wir ins Gasthaus. Ja, man kann doch mal ein bisschen mit feiern, oder nicht? So, Ivan. Das war lecker. Hier gibt es bestes Stroganoff von ganz Polaris. Ivan wurde neulich bei Abendessen gestört. Jetzt hat Ivan vollen Bauch. Viel besser. Nun, wie kann Ivan dir helfen? Oh, du suchst alte Hexe Baba Yaga. Das wird schwierig. Sie wohnt tief in einsamer Taiga. Ivan erledigt gelegentlich Aufträge für Baba Yaga, war aber noch nie bei ihr zu Hause. Die Hexe mag keine Besucher, ist sehr zurückhaltend. Da du aber viel für Ivan getan hast, wird er helfen. Reise wird gefährlich, aber Frostbeulen-Ranger können uns bestimmt unterstützen. Spooky! Sicher noch Ivans gestreiften Ranger Arsch. Ranger haben Lager in Eisöde, gleich vor Stadt. Geh nur, Ivan trifft sich mit dir vor Stadttor. 403.200 Erfahrungspunkte? Dann aber für die Beendigung dieser Überquest dann, oder was? War ich hier schon? Ja. Ach, guck mal, hier gibt's eine Nebenquest. Yeah. Du hast uns Pinguinen bereits sehr geholfen, Zauberer. Würdest du uns erneut zur Seite stehen und dabei helfen, im Hauptquartier der Wachbrigade aufzuräumen? Die Wachbrigade war nicht immer so grausam und einschüchternd. Irgendjemand hat sie an die Sarin verkauft. Ich habe einen Profi namens Leon angeheuert, um der Sache auf den Grund zu gehen. Er soll in der Wachbrigade mal ordentlich aufräumen, wenn du verstehst, was ich meine. Allerdings hat er sich noch nicht zurückgemeldet. Leon meinte, dass er die Wachbrigade von einem Aus gegenüber des ersten Reviers aus überwachen wollte. Würdest du Leon helfen, in der Wachbrigade mal ordentlich aufzuräumen? Boah, da gibt's auch schon wieder 360.000 Erfahrungspunkte für. Hammer! Also hier ist man aber sowas von schnell dann hochgelevelt. Wie unverhältnismäßig, oder? Verstehe ich gar nicht. Naja. Wir sprechen uns jetzt, wir treffen uns jetzt mit Ivan vor den Stadttoren. So. Ja. Nehmen wir den großen Grenzdrachen. Kid Kaius, wo hast du den Grenzdrachen her? Den habe ich vom Geburtstagsevent bekommen. Exklusiv. Davon gab es nur 50 Stück oder sowas. So, da wären wir. Das ist Transpolarische Landstraße. Sie führt zu Tundra und noch weiter bis ganz am Ende von Polaris. Aber Straße ist ganz schön gefährlich. Zum Glück patrouillieren Frostbeulen-Ranger Landstraße und helfen Reisenden. Das Rangerlager ist gleich die Straße runter. Dort lebt Jägerin namens Maria. Wir sollten mit ihr sprechen, bevor wir weiterreisen. Mhm. Es tut mir leid, aber wenn ihr über die Transpolarische Landstraße reisen wollt, dann solltet ihr jetzt besser umkehren. Die Straße birgt viele Gefahren, selbst für die Frostbeulen-Ranger. Weiter vorne ist sie sogar ganz gesperrt. Es ist unmöglich, die einsame Taiga zu durchqueren. Bah! Für Ivan den Großen ist nichts unmöglich, Maria! In diesem Fall bist du leider machtlos. Vielleicht könnt ihr uns ja helfen. Gemeinsam können wir die Straße wieder sicher machen.
Mammut-Grobianer haben hinter der Biegung ihr Lager aufgeschlagen. Sie schikanieren Reisende und klauen ihnen ihr Essen und was sie sonst noch bei sich haben. Wir haben gerade die Nachricht erhalten, dass sie einen Wagen umgeworfen haben. Ich muss hier bleiben und das Lager sichern, aber ihr könntet doch gehen und helfen. Na klar, gibt's noch eine Quest, die ich annehmen kann? Mit Brandon. Oh ja, der war ja schwer zu finden. Du bist doch dieser Zauberer, den man den Helden von Valrossiaberg nennt, stimmt's? Es ist mir eine Ehre, jemanden mit einem solch guten Ruf zu begegnen, der zum Wohle aller streitet. Ich heiße Brandon und helfe auch gerne. Ich reiste nach Polaris, um nach den sagenumwobenen Borealis-Drachen zu suchen. Allerdings wurde ich etwas aufgehalten, da ich ein paar angeschlagenen Reisenden, die auf der transpolarischen Landstraße unterwegs sind, so gut es geht unter die Arme greife. Zum Glück munkelt man, dass der Borealis-Drache weit über 2 Jahrtausende alt sei. Also habe ich mehr als genug Zeit, ihn zu suchen. Ich weiß zwar nicht genau, was passiert, wenn ich ihn finde, aber es wird sicher episch. Nun, wenn du auch an solchen Dingen interessiert bist, dann wende dich doch an den Drachenhornorden. Dort sucht man immer nach mutigen, talentierten Zauberern, die in der ganzen Spirale Drachen aufspüren. So können wir mehr über die Geheimnisse des Drachentitanen erfahren. Als Schüler und Absolvent von Rabenhain, wie ich hinzufügen darf, wäre es mir eine Freude, ein gutes Wort für dich beim Orden einzulegen. Wenn dich mein Angebot interessiert, sprich mit Magister Zieland in Drachenfels. Sag dem Magister, dass ich für dich bürge. Dann musst du nur noch die Prüfung der Richtwaage überstehen. Keine Sorge, für ein Initiationsritual macht sie ziemlich viel Spaß. Klar, sie ist total gefährlich, aber auch sehr spaßig. Und als dein Fürsprecher ist es meine Pflicht, dir bei dieser Prüfung beizustehen. Wenn es also zu brenzlig wird, verwende einfach diese Goldkarte. Dann bin ich sofort zur Stelle und unterstütze dich. Viel Glück! Hä? Feuer Brandon beschwören? Aha. Was ist das denn für eine Quest? Dieser Quest werde ich aber mal nachgehen. So, was haben wir denn hier noch? Apothekenbedarf. Ach so, du hast so Zutaten. Perfekter Rubin, bliblablub, Feuergeist. Ein Stück Feuergeist. Kristallmarklose Fiole. Das ist doch immer derselbe Kram, oder? Was kann ich denn verkaufen? Wie sieht es überhaupt in meinem Gepäck aus? Ist schon was wieder voll. Meine Stimme. Keine weiteren Quests. So, wir müssen nicht in Drachenschlag mit Magister Zieland sprechen, sondern wir kümmern uns jetzt hier erstmal weiter um die Hauptquest. Wir sprechen auch nicht mit... Achso, das ist Olymp. Seelöwe. Jetzt muss ich langsam schon gucken. Hier, assistiere Reisender. Warum ist denn darauf die Zaren abgebildet? Oder ist das einfach jemand anderes, der so aussieht wie die Zaren? Mammutgrobian, die sehen ja echt übel aus, oder? Können auch mal hier gerade reingucken. Da gibt es nichts. Hier gibt es ein Pflänzchen. Grendelkraut und Frostblume. Das sind ja mal wieder ganz andere Gegner. Wie toll, oder? Finde ich super. Echt. Cool. Ach da. Herzogin Caravalina. Allererste Cousine der Zarin. Ja, ich muss mich hier ein bisschen dumm umgucken, Leute. Du da! Lass sofort alles stehen und liegen und komm auf der Stelle hierher. Das wird aber auch Zeit. Was muss eine Gräfin denn tun, damit man ihr ein wenig zur Hand geht? Ich komme den ganzen weiten Weg von Valsakistan und so heißt man mich willkommen? Und wie können es diese garstigen Mammuts wagen, so mit mir umzuspringen? Wissen die denn nicht, mit wem sie es zu tun haben? Ich bin Zarin Antusketas Cousine, allererstesten Grades. Sie hat mir versichert, dass die Straße sicher sei. Aber offensichtlich seid ihr euren Pflichten nicht nachgekommen. Hör gefälligst auf damit, meine Zeit zu verschwenden und mach dich nützlich. Die Mammut-Grobianer haben mein Gepäck gestohlen. Hol es mir zurück. Mann, die ist ja drauf. Die ist ja drauf. Tundra-Troll, die sehen auch interessant aus. Ach, toll, oder Leute? Ich freue mich wieder in einem neuen Gebiet zu sein. Ach, ich finde das echt gut.
Das Spiel entwickelt sich schön weiter. So, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Heute ist ja viel geredet worden, und zwar nicht von mir, sondern von den anderen. Und ja, dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.